Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Show Minecraft. Yo, ich habe jetzt noch mal ein bisschen losgelegt in Minecraft, noch mal ein bisschen, ja, reingeklotzt, sag ich mal, noch mal ein bisschen was Neues gebaut. Und ich zeige euch zunächst einmal den Singleplayer von mir. Da es jetzt ja auch mehrere Dateien gibt und so, und die auch kon hier, erstes Dingens werden mussten, oder nee, Moment, ich fange nochmal ganz neu an. Also das ist meine Let's Show World. Ich mache es ab jetzt so, dass ich die auch zum Download bereitstellen werde. Also ich habe jetzt den, ich, beziehungsweise ich lade es gerade hoch. Oder upload es gerade. Ja, wenn ich die Folge raushau, dann sollte das eigentlich funktionieren, dass ihr meine Welt spielen könntet. Sollte zumindest so sein. Und ja, ich hoffe mal, es funktioniert. Wenn ihr Probleme damit habt, dann schreibt es mir bitte sofort, wenn der Link irgendwie eine falsche Welt gibt oder irgendwie sagt, funktioniert nicht oder wie auch immer. Dann sagt es mir bitte. Dann ändere ich das noch. Ich weiß nämlich nicht, wie das funktioniert. Mache ich jetzt gerade zum ersten Mal so eine Welt uploaden. Aber ist auch egal. Wie ihr euch das downloadet im Einzelnen und so weiter, das erkläre ich euch noch am Ende. Jetzt zeige ich euch erstmal meine Welt. Also, ihr kennt ja mein Haus hier unten. Und ich habe jetzt hier nochmal so eine Art Bahnhof gemacht. Also nochmal ganz mit Glas ausgehöhlt. Nochmal hier so einen erweiterten Boden gemacht. Und hier auch geschrieben. Einmal zum Sandpalast und zum fliegenden Dorf. Das habe ich jetzt abgekürzt, weil das sonst nie in eine Zeile passen würde. Fliegendes Dorf, das zeige ich euch jetzt noch nicht. Denn ich habe es noch nicht angefangen. Ich habe allerdings eine super Gegend dafür gefunden. Und einmal zum Baumhaus und zum Zweithaus. Kennt ihr ja schon. Da hinten ist das Zweithaus und das Baumhaus. Da hinten seht ihr übrigens noch einen Friedhof. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal gezeigt habe. Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Aber naja, da hat sich ansonsten auch nichts dran geändert. Ja, ich muss sagen, seit dem Beta-Update habe ich jetzt auch wieder relativ viel Lust zu spielen. Weil ihr seht hier oben links, ja, flüssig 30 FPS oder durchgehend. Beim normalen Spiel normalerweise über 200. Also es funktioniert, es passt. Ich spiele jetzt hier auch auf H. Hier. Render Distance H. Also ist alles super. Jo, zum Sandpalast gehe ich jetzt nicht. Ich erkläre euch später noch, wieso. Hat mit dem Download zu tun, auch ein bisschen. Oder bezieht sich auch darauf. Ich zeige euch jetzt erstmal etwas, naja, kleineres. Und zwar, das kennt ihr ja schon. Ich habe jetzt übrigens noch nicht den Mo Creatures Mod drauf. Ja, ich sag dazu später nochmal was. Also, ich habe jetzt hier nochmal so ein. Ja. Ich habe jetzt hier die Umzäunung noch mal ein bisschen verkleinert und dann hier stattdessen dieses kleine Haus gebaut. Denn so kommt man direkt hier zur Tierfarm. Da spawnen dann auch nachts ein paar Kreaturen. Also manchmal wimmeln hier nur so viele Tiere, wie eigentlich nur geht und ist ziemlich geil. Meistens tummeln sie sich aber leider hier, weil hier auch beleuchtet ist. Ist etwas öde, aber naja, was soll's. Also hier ist die Getreidefarm, hier ist die Außenwelt. Ja. Ganz schlimmes Territorium, dürfte nicht hin. Und einmal das Dorf, das, ja, da bin ich gerade so am Anfang. Ich habe übrigens auch so das Bild passend gemacht, so das sieht so ein bisschen aus wie Getreide. Tierfarm, da gab es jetzt nichts Besseres außer der Creeper und die Außenwelt und das Dorf. Auf jeden Fall hier so ein kleiner, hier Halfblock oder Trittstein oder wie man sie nennen möchte, Weg, der wird hier noch ein bisschen weitergeführt werden. Dann kommen hier ab und zu mal noch so ein paar. Es ist gerade Nacht, ne? Fällt mir gerade erstmal auf. Aber ihr solltet trotzdem eigentlich was sehen können. Ansonsten kann ich auch kurz pennen gehen. Was wollte ich jetzt sagen? Habe ich. Warte mal, ich baue mir mal ganz kurz ein Bett. Hier. So. Zack, zack, zack. Und zack, zack, zack. Schon hat man sich ein kleines Bett gebaut. Ist ja jetzt nur provisorisch eigentlich. Warte mal, das kann ja auch hier hin. So,
pennen wir mal ganz kurz. Das ist ja auch eine Neuerung von dem Update. Und schauen, es ist wieder Tag. Ich wollte eigentlich das Schild aufheben. Gut. Hat noch einen Grund, den werde ich allerdings erst später nennen. So. Hier so ein kleiner Weg. Dann werden hier noch so ein paar Häuser kommen. Hier so welche, vielleicht noch Restaurants und keine Ahnung was. So ein Brunnen vielleicht. Mal schauen, was sich da so ergibt. Ihr könnt natürlich auch selber daran bauen, wenn ich die Welt, ja, zum Download bereitstelle. Und vielleicht fällt euch etwas auf. Vielleicht war hier ja mal was und da auch. Also, vielleicht erinnern sich die einen oder anderen. Hier war nämlich mal diese Monsterfalle, diese riesig große Monsterfalle. Die habe ich jetzt abgerissen und komplett hier dicht gemacht. Auch die ganzen Fackeln. Weil es sah scheiße aus, ganz ehrlich. Also, das, na, das war nicht schön. Und hier dieser komische, naja, See kann man es nicht nennen. Den habe ich jetzt auch dicht gemacht. Sah nicht so schön aus. Ich will jetzt hier ein bisschen mehr auf, ja, Umgebung achten und so weiter. Also das habe ich auch nochmal geändert. Das habe ich, ja, da habe ich auch ein paar Spitzhacken rausgehauen. Habe ich bestimmt auch 10 TNT oder so weggeballert. Aber es war eine Heidenarbeit, das ganze Ding wegzukloppen. Ja. Dann nochmal eine andere, oh, wo gehe ich hin? Mehr oder weniger Neuerung, beziehungsweise eigentlich Veränderung, und zwar hier unten. Ich habe einmal das Portal, das war ja oben bei diesem, bei diesem U von Luxi, sieht man das da? Da oben, da war das ja normalerweise hinter, oder ich glaube ja, dahinter war das Portal in die Netherwelt, sag ich mal. Die habe ich jetzt hierhin verlegt. Ich wollte eigentlich auch noch so ein bisschen Lava außenrum, aber vielleicht kommt das ja nochmal. Ich will es eigentlich eher so ein bisschen düster halten. Und ja, ich habe das jetzt erstmal hier hingepackt. Mal schauen, ob sich das noch ändert. Und hier unten habe ich, also, ihr wisst vielleicht noch, da war noch der Weg, der auch zur Monsterfalle geführt hat. Der war quasi hier rechts. Den habe ich auch dicht gemacht. Also, ich habe das Ganze nicht zugebaut oder so, sondern nur einige Teile zugebaut. So dass man da zwar noch hinkommt zu den Gängen, aber normalerweise nicht finden sollte. Aber was ein bisschen wichtiger ist jetzt, wo ich auch ein bisschen länger jetzt dran gearbeitet habe, ist das Gefängnis. Jo, denn ich habe hier ein kleines Gefängnis gebaut. Und ihr könnt daran mitwirken, oder ja, mitwirken. Also, sage ich jetzt einfach mal so. Und zwar hier natürlich so ein paar Stahl- und Eisentüren, wie man es nennen möchte, und hier links haben wir die Diebe und rechts haben wir die Mörder. Wir gehen erstmal zu den Mördern. Und hier habe ich jeweils 4 Zellen auf jeder Seite. Auf der anderen Seite sind jetzt die Diebe, ja, die Diebe. Und ja, ich möchte auch ein paar Schilder, so wie der Kronk das zum Beispiel auch gemacht hat, so ein paar Schilder hier irgendwo dranhängen. Bla 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 bla. Also euer Name kommt da dahin, zum Beispiel Luxi 392. So, der wird hier festgehalten und wartet nur darauf, dass er rauskommen kann. Muss man sich natürlich auch ein bisschen was vorstellen. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Aber ich möchte halt euren Namen hier, ja, mit reinpacken. Euch verwirklichen, wenn ihr wollt, natürlich nur. Wenn ihr wollt, dann sagt mir bitte, wo ihr hin wollt. Also, ob ihr auf die Diebesseite, auf die Mörderseite wollt. Oder sogar zu den Kannibalen. Gibt es hier nämlich auch. Müsste mir sagen, und ja, ich weiß auch gar nicht, ob jetzt so viele Meldungen kommen, aber wenn wirklich so viele kommen sollten, dann werde ich hier den Weg auch noch ein bisschen weiter verlängern mit den Dieben oder hier unten bei den Kannibalen noch ein bisschen weiter verlängern. Also, wie auch immer, wenn ihr sagt, ihr wollt hier drin sein, dann packe ich da ein Schild dran und packe euch da dran. Ich weiß nicht, wie viele es werden. Keine Ahnung. Liegt an euch. Wenn ihr da dran sein wollt, dann sagt ihr mir das. Am besten. Ich wurde gerade bei Steam angeschrieben. Einen Moment. Jo. So. So. Das waren jetzt eigentlich so die, ja, schwerwiegenden Veränderungen hier. War jetzt eigentlich nicht viel, aber immerhin. Was ich jetzt
Oder warum ich jetzt nicht zum Sandtempel gegangen bin. Oder Sandpalast. Der hat sich auch noch ein bisschen verbessert. So. Hier bin ich wieder und ja. Was soll ich jetzt sagen? Warum ich jetzt zum Beispiel nicht zum Sandtempel gegangen bin. Oder Palast, ich sag mal Tempel, obwohl es eigentlich Palast ist. Liegt daran, dass ich da Haystacks drin hatte, in den Truhen. Da der More Creatures Mod noch nicht für die neueste Version verfügbar ist. Und es ja Items gab, die es nur darin gab, also zum Beispiel Sattel oder Sättel. Sattel, was ist die Mehrzahl von Sattel? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall mehrere Satteldinger. Und die waren hier zum Beispiel drin oder auch Haystacks, also Heuballen, womit man sich übrigens unendlich Getreide schieben konnte, aber jetzt mal davon abgesehen, waren hier normalerweise solche Haystacks drin. Und wenn ich die Truhe jetzt öffnen will oder kaputt machen will, egal auf welche Art, dann stürzt Minecraft ab, weil das Spiel ja in der Normalfassung ohne diesen Mod nicht, ja, nicht über diesen Gegenstand verfügt und das irgendwie nicht verarbeiten kann. Also, falls ihr diese Welt downloadet, nicht öffnen. Diese Truhe nicht öffnen. Beim Sandpalast ist es ähnlich, da habe ich mal ausprobiert. Weil da waren, glaube ich, auch noch ein paar Haystacks drin. Da habe ich alles versucht. Ich habe versucht, die zu öffnen. Ich habe versucht, die kaputt zu hauen mit der Axt. Sogar mit TNT habe ich es versucht. Das irgendwie, ja, wegzubekommen. Und ich habe es dann auch mit TNT weggemacht, habe dann hier quasi so TNT dran geschmissen. Angemacht, losgegangen, aber es stürzte trotzdem ab. Und zwar jedes Mal, wenn man da hinguckt, weil die Truhe ist explodiert, aber die angeblich, oder die Items, die quasi da sind, aber nur mit Mod, also die quasi unsichtbar sind, die fliegen halt hier in der Gegend herum. Und wenn ihr da dann hinguckt, dann stürzt das Spiel wieder bei euch ab. Also, ich würde euch empfehlen, da nicht hinzugehen. Also ich meine, so ein Absturz ist nicht schlimm. Es wird, hier, ihr seht ja, es wird oft genug gespeichert und alles Mögliche. Aber trotz alledem, ich würde es sein lassen. Ich war natürlich nach dem TNT ein bisschen schlau und habe nachgedacht, was ich machen könnte. Und dann ist mir natürlich danach erst die Idee gekommen. Ach ja, man könnte einfach warten, bis der Mod wieder verfügbar ist. Naja, so schlau ist man leider erst später. Oder immer erst später. Ich glaube, das war's jetzt für diese Welt. Wir gehen jetzt noch in eine andere Welt. Und zwar in eine weitere Multiplayer-Welt. Nicht auf meinem... Ja, die betreibe nicht ich. Und es ist jetzt auch nur ein... Ja... Wie nenne ich es? Einer nur für Pomocable und mich. Oder haben wir so zumindest gedacht. Und deswegen bitte ich euch auch nicht auf den Server zu kommen. Oder wahrscheinlich könntet ihr auch gar nichts auf den Server machen. Ist ja auch Wurst. Ich gehe jetzt einfach mal in diesen Multiplayer-Server. Promocable müsste da, glaube ich, auch noch sein. Oh. Ach ja, ich war ja tot. Stimmt, da war ja was. Ja gut, dann passt das Ganze doch. Und es ist Nacht. Tom, ist er gerade da? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Warte. Ich muss mich mal selbst ganz kurz orientieren und ja, warten, bis wieder Tag ist. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, okay, und hier bin ich wieder. Ich habe die Stelle wiedergefunden. Und ja, hier sind wir in einer weiteren Multiplayer-Welt. Ja, mehr oder weniger gesponsert wieder von Promocable. Wir bauen hier wieder ein bisschen privat, diesmal wirklich nur privat. Ja, halt aus privaten Gründen. Nein, Quatsch. Einfach so. Weil wir halt immer ein bisschen Ruhe haben wollen. Wir wollen jetzt hier so ein kleines Dorf aufbauen. Wir zeigen euch jetzt einfach mal ein bisschen was. Haus von Lars. Wir wollen hier alles so ein bisschen natürlich gestalten. Also nicht so Hochhäuser überall und wie auch immer. Ne? Also ein bisschen wie so ein kleines Dorf eben. Also wir wollen auf jeden Fall, also wir haben noch ein paar Ziele. Wir wollen jetzt wirklich noch so ein paar Häuser bauen und wir wollen alle miteinander verbinden. Hier haben wir schon mal angefangen, einen Verbindungstunnel zu bauen zwischen meinem Haus und seinem Haus. Das ist mein Haus, also, ja. Es ist halt klein, aber es soll halt auch klein sein, wenn wir da jetzt so 50 mal 50 Block große
Häuser bauen, dann hat das überhaupt gar keinen Sinn. Ja, mit Küche und so weiter ist ja alles eher unwichtig. Wir haben bei dem Verbindungstunnel, ja, ich gehe den einfach mal entlang, da haben wir jetzt noch zwei weitere Sachen verknüpft. Wir haben jetzt auch noch eine fünfte Sache, die werden wir noch später dazu bauen. Aber kommt halt alles mit der Zeit. Das ist nämlich der zentrale Verbindungstunnel. Hier geht es einmal zum Rathaus und zur Kirche. Wir gehen mal erst in die Kirche, die hat Promocable gebaut. Also völlig alleine gebaut. Ich habe das Rathaus völlig alleine gebaut. Und das ist hier so quasi das Hinterzimmer. Und hier haben wir die Kirche. Also mit so einem, wie nennt man es, ja, Podest. Also Altar, genau, Altar. Also sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Kann man mal nicht sagen. Hier mit so einem kleinen Garten, mehr oder weniger. Und mit dem Turm, ich glaube, leuchtet der Turm? Also er hört mir die ganze Zeit zu. Ja, okay, er leuchtet. Der Turm leuchtet dann auch. Kann man da hoch? Ich weiß es gar nicht. Mal schauen. Nee, man kann, glaube ich, nicht hoch. Oder? Doch. Cool. Da haben wir übrigens auch noch zwei Türme. Die hat auch er gebaut. Also er hat hier wirklich ein bisschen mehr gebaut als ich. Aber, naja, was soll's. Okay, das war's auch schon wieder. Na gut. Wie auch immer. So. Da können wir, glaube ich, auch mal gleich ganz kurz rein. Aber das wird nicht sonderlich spektakulär werden. Das sind noch so ein paar... Ihr seht ja diese Fenster. Das sind dann quasi verschiedene Etagen. Da ist aber nichts drin, meine ich. Deswegen lassen wir es einfach mal. Ja, das ist das Rathaus. Das wollten wir jetzt auch nicht zu groß machen. Und ja, aus Holz wäre es auch ein bisschen blöd. Soll natürlich aber auch, ja, ansprechend wirken. Also hier haben wir die Rezeption. Mit so ein paar Büchern, so eine kleine Leseecke. Vielleicht kennt ihr es ja aus eurer Stadt, aus eurem Rathaus. Also bei uns ist das so, dass da auch ein paar, naja, was heißt Bücher. Also ein paar Broschüren und sowas gibt. Wir wollten das halt, ja, realistisch darstellen. Hier haben wir die Büros. Sind jetzt auch eigentlich mehr oder weniger einfach so hingeklatscht. Also hier mit PC. Also muss ein bisschen sich ein bisschen was vorstellen. Hier auch mit so ein paar Bücher und wieder am PC. Also so schließen die sich die ganze Zeit wieder. Naja, ist ja auch egal. Also, so sieht das Ganze hier aus. Geht Zufall. So sehen auch die anderen Räume aus. Ist nichts Spektakuläres. Also, naja, wir wollten halt einfach noch eine zweite Etage. Da muss ja noch irgendwas hin. Und dann haben wir uns gedacht, packen wir halt ein paar Büros hin. Ich muss sagen, der Boden ist ein bisschen abgeguckt von jemand anderes, wo ich auch mal auf dem Server gespielt habe. Falls er das sieht, dann wird er sicherlich Verständnis dafür haben. Aber was soll's, also das ist wieder der Verbindungsraum hier fürs Rathaus oder zum Rathaus oder aus dem Rathaus, wie auch immer. Und hier haben wir halt vor, einen kleinen Gemeinschaftsraum zu machen. Die Fackeln stehen hier, damit wir dahin noch weiter bauen können, also auch nochmal so einen zentralen Verbindungsraum in die andere Richtung. So dass von da aus auch nochmal Gänge führen in die anderen Häuser, die da irgendwann nochmal hinkommen. Und hier eben auch, da haben wir jetzt bisher nur diesen Eingang. Da wird dann vielleicht hier an der Seite nochmal was hingebaut werden, wenn wir da noch irgendwelche anderen Häuser zubauen oder Restaurants oder wie auch immer. Also da wird noch ein bisschen was kommen. Wie gesagt, ihr könnt hier drauf nicht spielen oder... Das heißt, ihr könnt nicht drauf spielen, ihr könntet theoretisch dazu kommen. Aber ihr könnt, glaube ich, nicht bauen. Meine ich zumindest. Oder? Irgendwie so. Auf jeden Fall ist das Ganze hier auch ein bisschen abseits. Ihr werdet es vielleicht sowieso gar nicht finden. Wir wollen halt, dass wir hier so ein bisschen unter uns spielen können. Hier ist noch ein zweites Haus von mir. Also sollen ja quasi Bewohner darstellen, mehr oder weniger. Hier mit so einem Tisch und so einem... Ja, so ein Sitz, mehr oder weniger. So ein... hier ein Bett. Eine kleine Terrasse, die man jetzt übrigens mit den... Mit dem halben Holzstein sehr gut, Holzblöcken, mit den halben Holzblöcken sehr geil bauen kann, diese kleinen Terrassen.
Sieht eigentlich sehr geil aus. Jo, und ich glaube, das war's auch erstmal. Der Fluss ist mehr oder weniger künstlich angelegt. Der kam hier oben schon vom, ja, von dem, na, von dem Berg, der eigentlich auch ziemlich geil aussieht. Der kam bis hierhin oder so. Und dann habe ich den hier halt noch ein bisschen weitergeführt. Und ja, ich glaube, das war's, oder? Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Nee. Okay, ja, wie gesagt, ich könnte jetzt noch die Türme zeigen, aber die sind eigentlich relativ unspektakulär. Na gut, ich glaube, das lassen wir dann erstmal. So, genau, hier ist noch der Schuppen. Soll natürlich sehr eng sein, sehr eng dargestellt mit Werkzeugen und einigen Truhen. Da ist, glaube ich, nichts drin. Ich kann das ja sowieso nicht öffnen. Wie ich würde. Hier ist ein bisschen was drin. Oh, kommt das denn her? Naja, ist ja auch Wurst. Soll halt auch ein bisschen realistisch sein. Man braucht ja auch nicht so einen 20 Meter lang Schuppen oder so. Hat ja auch keiner. Außer die ganz Reichen, aber naja. Ja, ich würde sagen, das war's dann erstmal wieder hierfür. Diese Welt wird dann auch ab und zu mal gezeigt, wenn wir hier weiter gebaut haben. Meine Multiplayer-Welt, mehr oder weniger, die ich jetzt führe, die wird relativ wenig weitergebaut. Also momentan gibt es da nichts groß Neues, was man da jetzt zeigen könnte. Weil es eben auch so ist, dass wenn ich den Server mal anhab, dass keiner draufkommt. Und ja, es ist eigentlich momentan nie eigentlich jemand drauf. Und deswegen lasse ich es eigentlich auch erstmal. Wenn jetzt wirklich wieder spontanes, ja, wie heißt es, Interesse bestehen sollte, dann mache ich ihn natürlich auch wieder öfter an. Aber dazu müsst ihr natürlich auch online sein, weil sonst bringt mir das Ganze natürlich gar nichts. Ich den Server da am Laufen habe und ihr doch nicht kommt. Ja, hier die Dinger kannst du auch gegen diese halben Holzblöcke tauschen. Falls du das noch nicht gewusst hast. Oder willst du das gar nicht? Naja, ist ja auch egal. Gut. Mal gucken. Okay. Also wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ja, bis dann. Ciao. So, ja, ich bin es nochmal. Denn ich wollte euch ja zeigen, wie ihr meine Welt downloaden könnt. Und zwar geht das so. Ich werde euch die Links noch alle in die Beschreibung packen, aber ich zeige es euch jetzt hier offen, sag ich mal. Und zwar braucht ihr dafür natürlich einmal die Welt, also die Seite, wo ihr euch das downloaden könnt. Wie gesagt, den Link findet ihr dann in der Beschreibung. Ihr klickt dann einfach hier auf Click to Start Download. Dann wird das Ganze hier auch schon gedownloadet. Brauche ich jetzt persönlich ja nicht, wie ihr ja vielleicht schon verstehen könnt, denn ich habe meine Welt natürlich. Und was ihr ebenfalls braucht, ist 7-Zip oder 7-Zip oder wie man es nennen möchte. Denn damit kann man, ich zeige es euch mal, zum Beispiel dieser Haymod, das ist ja kein normaler Ordner, sondern so ein Zip-Ordner. Denn nur so kann man einen Ordner bereitstellen quasi, indem man einen Zip-Ordner macht und darin dann den Ordner packt. Und um diese Zip-Ordner, oder? Warte mal, braucht man dafür überhaupt Dingens? 7-Zip, ich weiß es gar nicht, ich habe es schon wieder total vergessen. Auf jeden Fall könnt ihr euch das trotzdem mal downloaden, falls nicht. Das kann ich mal ganz kurz löschen. Na, geht nicht. Gut, auf jeden Fall könnt ihr euch das downloaden. Und dann könnt ihr diese Zip-Sachen öffnen. Und, ja, doch, ich glaube, man braucht es. Und wenn ihr dann diese Welt gedownloadet habt, dann sieht das so aus. Also Luxidalan 2 Welt. Ihr habt dann hier die Welt 1. Die zieht ihr dann einfach raus, auf den Desktop kopieren. Das dauert dann ein bisschen. Und dann habt ihr das auch schon hier auf dem Desktop oder wo ihr das halt reinzieht. Und wenn ihr das dann hier habt, dann könnt ihr das in den Punkt Minecraft in den Saves Ordner packen. Die Welt benennt ihr dann zum Beispiel um in Welt 6. Zieht ihr euch dann hier rein. Und ich starte mal ganz kurz Minecraft. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ob es so funktioniert, aber es sollte eigentlich so funktionieren. So, einmal kurz einloggen. Lala. So. Dann habt ihr hier. Warte mal. Ja, genau.
Dann habt ihr hier meine Let's Show World. Da seht ihr es, das ist einmal meine Welt 1, meine normale Welt, und die World 6. So habe ich die ja gerade umbenannt. Und dann könnt ihr Play Select World. Und so, dann seid ihr schon hier auf meiner Welt. So könnt ihr euch das downloaden. Wenn ihr jetzt meint, nee, das soll aber nicht so heißen, dann könnt ihr das jetzt mit dem neuen Update auch umbenennen in irgendwas, wie ihr es halt haben wollt. LOL zum Beispiel oder so, wie auch immer. Ne, warte mal, jetzt habe ich ja meine Welt 1 umbenannt. Ach, was mache ich da? Was mache ich da? So, hier. Rename. So. Heißt das so? Habe ich das so benannt? Nicht ganz. So. Ja. Scheiß Tastatur. So. Dann habt ihr hier also meine Welt. Obwohl, das hieß, das war doch zusammen. Ach, leck mich doch. Auf jeden Fall, könnt ihr euch so meine Welt downloaden und so auf ihr spielen und drauf rumbauen und kaputt machen oder wie ihr lustig seid. Was ihr wollt, wie gesagt, beachtet am besten die Warnschilder bei den, beziehungsweise das Warnschild bei dem, bei der einen Truhe auf der Getreidefarm, wo steht nicht öffnen, also sonst stürzt euer Minecraft ab, wenn ihr nicht diesen Mo Creatures Mod habt. Ich kann mal ganz kurz gucken, ob er wieder aktualisiert wurde. Ich glaube nicht. Also ihr müsst, ja, oder doch, jetzt geht's sogar. I will update. Ah ne, wird noch nicht funktionieren. Also wenn er funktioniert, dann müsst ihr euch den erstmal downloaden, dann könnt ihr von mir aus die Truhen kaputt machen, die Haystacks rauspacken und die Haystacks quasi löschen und ins Feuer schmeißen oder wie auch immer. Da könnt ihr den Mod wieder rausmachen, wie ihr lustig seid. Auf jeden Fall nicht die Truhen öffnen und nicht in die Nähe des Sandpalastes gehen. Zumindest nicht so lange, da die unsichtbaren Teilchen rumliegen, die man dann natürlich nicht sieht. Also würde ich euch empfehlen, da gar nicht in der Nähe hinzugehen. Ohne den Mod. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.